Moin, hier ist Chris, Victoria Paterspiele. Pandoria habe ich heute dabei und darüber möchte ich ein bisschen was erzählen. Bevor wir jetzt aber auf Spiele generell eingehen, kurzer Hinweis: Pandoria ist eine echte Premiere, die ihr jetzt hier gerade seht, denn es ist unser erster, wir haben das Kanal-Update gesehen, vielleicht auch nicht, deswegen nochmal so in Kürze. Unser erster Herangehensweise, das Ganze so ein bisschen zu straffen, die Rezension. Den Inhalt zu belassen, aber diese ausufernde Regelerklärung rauszulassen. Dafür gibt es Erklärvideos, dafür gibt es Anleitungen. Und dementsprechend, ich glaube, das können auch andere vielleicht einfach besser und strukturierter, und dementsprechend beschränke ich mich weiterhin auf das Fazit, das ganz ausführlich, denn wir haben es ja oft genug gespielt, um da auch ausführlich drüber zu reden. Ihr werdet natürlich das Spiel sehen, ihr werdet sehen, worum es geht, ihr werdet grob erfahren, wie es funktionieren wird. Also von daher, ihr kriegt auf jeden Fall einen Eindruck hier vom Spiel und natürlich auch meine Meinung obendrauf, wenn ihr die denn wissen wollt. Aber wie gesagt, ihr werdet das Spiel nicht spielen können danach. Das einfach so mal so im Vorfeld. So. Da bin ich auch total gespannt, wie es euch gefällt, und bitte da auch auf jeden Fall um eine Menge Feedback von euch. Das Ding ist auch einfach, das Video wird dadurch, glaube ich, ein bisschen interessanter einfach auch zu gucken, weil man nicht gleich sieht, 45 Minuten habe ich gerade keine Zeit für, sondern ne, einfach mal so ein bisschen, ne, ich weiß selber, Zeit ist Geld, und dementsprechend, ich habe die Zeit eben auch nicht immer, mir so ein 45-Minuten-Video anzugucken. Und dementsprechend starten wir jetzt mit Pandoria. Ein Legespiel. Ein Legespiel mit Fantasy-Hintergrund, unschwer zu erkennen, wirklich schickes Cover. Pandoria von Jeffrey D. Ellers und von Bernd Eisenstein. Bernd Eisenstein hat es im eigenen Verlag rausgebracht, nämlich bei Iron Games. Und da ist zum Beispiel im letzten Jahr Karthago gekommen. Da gab es Spiele wie Peloponnes und noch wirklich einiges anderes, aber eben überwiegend seine Spiele. Also wo Bernd Eisenstein selber als Autor eben auch tätig war. Jeffrey D. Ellers, ich habe geguckt, ich habe selber, also König der Legespiele wurde mir gesagt, aber ich habe selber noch nichts gespielt von ihm. Citrus von PD wurde mir ans Herz gelegt, muss ich mal nachholen. Unbedingt, glaube ich, ist auch ein Spiel, das mich reizt. Jetzt aber hier Pandoria und, wie ich das eben sagte, Legespiel. Wir haben ein Legespiel, und Legespiele mag ich persönlich. Ich bin wirklich Fan. Und ich gebe es auch zu, ich spiele nach wie vor gerne Carcassonne. Hier ist es so, dass wir ein Plättchen haben auf der Hand. Und das ist so eins. Ja, ich halte das jetzt mal hier so oben rein in die Kamera. Ein Plättchen, und dieses Plättchen zeigt immer zwei verschiedene Gebiete an. Es gibt Geld und es gibt hier, diese Krone sind Siegpunkte. Es gibt aber auch, wenn wir hier die Startauslage sehen, noch Holz und es gibt noch Kristalle. Lange Rede, kurzer Sinn. Was mache ich mit diesen Sachen? Ich kann das natürlich alles einsetzen. Siegpunkte ist ganz klar, die brauche ich einfach zum Gewinnen. Den größten Anteil an Siegpunkten, den mache ich auch im Spiel. Mit den Kristallen kann ich Zaubersprüche sprechen. Dafür habe ich Karten. Das sind diese hier. Ich habe hier oben so zwei geteilte Karten. Zaubersprüche und eigentlich alle Ressourcen letztendlich sind für diese Karten hier auch gemacht. Denn ich brauche Kristalle, um diese Zaubersprüche zu sprechen. Ich brauche Geld, um diese Karten zu kaufen. Und ich brauche Holz, um den zweiten Teil der Karte auszulösen. Denn wenn ich den Zauber nicht sprechen möchte, kann ich das Ganze immer noch verbauen und daraus ein Gebäude bauen, das mir im Verlauf des Spiels dann wieder Fähigkeiten bringt. Zum Beispiel einfach mehr Ressourcen einer bestimmten Gattung aufs Konto spült, womit ich dann wiederum andere Sachen machen kann. Und das ist eigentlich eine ganz praktische Sache. Muss mich allerdings entscheiden, was ich mit einer Karte mache. Wenn ich das ein oder andere erledigt habe, dann ist sie weg. Ja, ich bin hier gar nicht so dermaßen festgefahren, was das Legen angeht. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Das heißt, ich muss nicht irgendwie gucken, muss ich irgendwo anlegen. Ist es an der größten Stelle, wo die meisten Übereinstimmungen sind? Muss es passen? Und so. Ich kann einfach legen, und durch dieses einfach legen können ergeben sich eben ganz interessante Kombinationsmöglichkeiten. Denn es geht in erster Linie darum, so ein Gebiet hier, achtet mal auf die Siegpunkte im weiteren Verlauf, so ein Gebiet einfach abzugrenzen. So, ne, das einfach zu vollenden. Und dann habe ich nämlich das Ganze so, wie ich es möchte. Wenn ich jetzt die Siegpunkte hier hinlegen würde, wäre es immer noch nicht abgegrenzt, aber wir nehmen ruhig mal den vierten dazu und nehmen hier das nächste, wäre es immer noch nicht abgegrenzt. Seht ihr, also es geht dann immer mal ein bisschen größer. Ich nehme jetzt einfach mal hier, dass es hier mal ein Ende findet, das Ganze. Jetzt legen wir das, jetzt ist der Turm eingestürzt, so, dann legen wir das Ganze hier hin. So, ja, mein Zug besteht im Grunde daraus, so ein Plättchen zu legen. Im Anschluss daran, nachdem ich das Plättchen gelegt habe, also gehen wir jetzt mal davon aus, ich habe dieses Plättchen hier gelegt, setze ich da einen von meinen Leuten drauf. Schön wäre, wenn mehr Leute auf anderen Plättchen stehen würden. Das geht nicht, erzähle ich gleich warum. So, denn dann bekommt jeder den Ertrag. Und zwar bekommt den Ertrag niemand, der auf diesem Plättchen steht, des abgegrenzten Gebietes, hier die Siegpunkte. Also abgegrenzt sowohl zum Berg, als auch dann eben hier zu diesem Rest des Spielfeldes.
Und sie dürfen auch nicht eingeschlossen sein, da komme ich gleich nochmal dazu. So wäre es jetzt, dass jeder dieser angrenzend stehenden Arbeiter, die ich habe, diese Siegpunkte bekäme. Und zwar wären das 1, 2, 3, 4, 5 Siegpunkte, beide zusammen wären 10. Hätte ich im weiteren Verlauf des Spiels sogar hier mein Stammesoberhaupt einsetzen können, was sehr schwer ist, meiner Meinung nach, zählt der doppelt. Das wären dann schon in diesem Fall 20 Siegpunkte. Also man kann ganz schöne Sprünge machen, da kommen wir gleich nochmal dazu. Und das funktioniert so bei allen Ressourcen. Was natürlich allerdings tückisch ist, jetzt sehen wir hier, diese Stammesoberhaupt steht hier. Ich habe es mühsam rausgebracht und dafür muss ich alle meine anderen Worker auf dem Spiel haben, auf dem Spielplan haben. Denn man kann diese Leute relativ einfach wieder zurückbefördern. Und zwar, indem man sie einkreist. Ja, das heißt, hier ist nichts mehr zu holen. Dann werden sie vom Feld genommen. Und zwar bevor jede Wirtung ausgelöst wird hier. Ist eine relativ gemeine Sache. Und das ist das, was bei diesem Spiel enorme Interaktion bringt, ganz einfach. Ne? Man kann dieses Spiel, ja, man kann es nicht kooperativ spielen, an Gottes Willen, man kann sich da nicht irgendwie großartig was bauen, sollte man auch einfach nicht, denn der andere rennt einfach los mit den Punkten dann. So, ne? Man muss einfach sehen, wo man hier bleibt. Und als wir den Livestream gemacht haben, da war Bernd Eisenstein auch da, das fand ich total cool, und sagte auch, wenn man es abschließen kann, sollte man es abschließen, es wird nicht besser. Da hat er recht, da hat er wirklich recht. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier sehe, der ist so gefährdet, dieser gelbe Mensch hier. Da muss nur einer da sein Holz hinlegen oder überhaupt seinen Marker hinlegen, sein Feld hinlegen und dann ist der weg. Bevor irgendwas passiert, ist nur noch er da. Also das geht also ratzfatz, man spielt hier ziemlich gemein. Ist auch gleichzeitig die Sache, wo man ein bisschen Übung braucht beim Spiel. Ganz einfach, um den Spielplan soweit zu überblicken. Es ist nicht mega groß, aber um einfach zu überblicken, wie genau denn das Ganze, oder wo liegen denn hier gerade die guten Züge? Ne? Und wie gesagt, ich bin mit meinen Optionen zwar gefühlt limitiert, denn ich habe nur dieses eine Plättchen, dass ich am Ende des Spiels, wenn ich es platziere, am Ende des Zuges, wenn ich es platziert habe, immer wieder nachziehe, aber es gibt doch immer wieder eine ganze Menge Möglichkeiten, die man durchdenken kann. Und das nimmt zum Spielende hin oftmals zu. Man hat zwar durch volle Karte auf der einen Seite die Möglichkeit, einfach so ein bisschen was heißt die Möglichkeit? Also man hat einfach weniger Optionen, aber da, wo man es hinlegt, ist es unter Umständen umso gewichtiger, denn da geht es um was. Ne? Und wenn ihr jetzt eben seht hier, das wären jetzt hier 5 Punkte, wenn die anderen gestanden hätten, wären es 20, das ist ein Unterschied. Ja, das kann schon durch zu unschönen Spielszenen kommen, ganz einfach dadurch, dass es dass es einfach sehr große Punktesprünge geben kann. Das kann frustrieren, das muss nicht jedem gefallen. Und auch sollte man definitiv Interaktion mögen, das habt ihr gesehen, ne? Wenn jetzt also zum Beispiel Spieler XY eben kommt und setzt sich hier hin, will unbedingt, sagen wir mal, hier, nein, Quatsch, kann er nicht, er muss ja auf das gerade gelegte Plättchen hier, ist er relativ sicher, ne? Hat er ja 1, 2, 3, 4, 5 Plätze frei, 4 Plätze frei, um seinen Worker hier, um das Ganze einfach für sich zu holen. Aber es ist die Frage, wie lange, ne? Denn die anderen sägen hier ganz gewaltig am Thron. Sollten sie auch, denn hat er wieder Kristalle, kann er wieder zaubern. So, letzten Endes ist es so, wir starten mit 4 Karten, die man auf der Hand hat. Und es gibt immer eine 4er Auslage. Das heißt, ich kann Karten nachkaufen. Ich kann aber nur Karten nachkaufen, wenn ich gerade eine Wertung herbeigeführt habe. Das heißt, wenn so ein Feld abgeschlossen ist. Das heißt, so ist alles schön. Und jetzt käme, was weiß ich, Spieler Rot vielleicht. Und würde jetzt sagen, ist mir echt egal, ob die anderen alle partizipieren hier, ich brauche Kristalle, setzt das Ding hin, bekommt hier, sind 2 Symbole drin, 2-mal, 1, 2, 3, 4, 5 Kristalle, alle anderen bekommen auch 5 Kristalle, aber Spieler Rot kann in seinem Zug eine Karte aus der Auslage kaufen, für Geld, denn er hat das Ganze abgeschlossen. Das ist auch nochmal so eine Sonderfähigkeit. Sonderfähigkeiten ist so eine Sache, da komme ich gleich auch nochmal dazu. Ich habe nämlich unter anderem Burgen, das sind diese, 2 Stück. Diese Burgen sind nicht schlecht, ich muss sie wohlweislich legen, lege sie irgendwo aufs Spielfeld, wo ich unbedingt was brauche und wo ich auch eine Menge Optionen weiterhin habe für die Burgen, ne? Denn es ist ein Einerfeld. Sagen wir mal, vielleicht lege ich die ganze Sache hier hin, da gibt es einmal Geld, weil ich in diesem Moment das Geld einkreise, würde da meinen Worker reinsetzen, nehmen wir auch wieder den gelben hier, ne, das ist das schwarze Board, müssen wir einen schwarzen Worker reinsetzen, so. Und würde das Geld bekommen, aber hier kann ich nicht rausgedrängt werden. Das heißt, wenn jetzt der nächste Spieler kommt und sagt, guck mal hier, machen wir dicht, stehe ich da und partizipiere an allem, was drumherum noch an Feldern entsteht. Ist also eine schöne Sache, man kann sich so ein bisschen eventuell ins gemachte Nest setzen damit, strategische Stellen besetzen oder noch einige andere Sachen einfach so vollbringen. Ja, was haben wir denn noch in diesem Spiel an Kniffen,
Die Gänge raus sind auch so eine Sache. Die Gänge raus, daran, wenn ich gleiche Ressourcen mit dem Gang raus verbinde, zum Beispiel hier Holz, wie ihr seht, oder hier Geld, ist das Ganze nicht mehr abschließbar. Das heißt, würde jetzt hier tatsächlich so eine Geldlinie entstehen, bis hier, na, wird wahrscheinlich nicht klappen, aber bis hier ist sie nicht abschließbar, denn sie geht ins Unendliche und es gibt dieses Geld nicht. Das heißt, man arbeitet vielleicht stundenlang dran und irgendjemand sagt, ne, kriegt keiner was. Ne? Also hat wirklich Ärgerpotenzial das Ganze und auf eine dreckige Art und Weise auch irgendwie, die aber auch Spaß macht, muss ich sagen. Nächstes schöne Punkt bei dem Spiel ist, dass es wirklich ja, stufenlos einstellbar ist, hätte ich fast gesagt. Aber dass man wirklich so ein bisschen gucken kann, mit wem man da gerade spielt. Man kann das Ganze als Gateway-Familienspiel nehmen, indem man also diese ganzen Karten vielleicht rauslässt und einfach ein reines Legespiel macht, wo es um Punkte geht. Oder man hat eben alles drin. Oder man hat noch mehr drin als alles. Nämlich, ich muss mal die Box jetzt zur Seite nehmen, sonst kippe ich die gleich mal um. Denn ich habe unterschiedliche Völker. Und diese Völker wiederum haben eine A- und B-Seite. Es gab doch ein Promo-Volk, das habe ich nicht. Aber zum Beispiel haben wir hier die klassischen Elfen, Halblinge, Zwerge, ne, und Menschen. Also die klassischen Fantasy-Rassen, ne, wie ihr das so seht. Und die haben auf der B-Seite alle eigene Fähigkeiten. Die Zwerge haben zum Beispiel super Scouts. Die ziehen immer zwei Plättchen am Ende des Zuges auf die Hand und suchen sich dann eins davon aus. Das heißt, es steht ein Ablagestapel, der sonst nicht entsteht. Der kommt aber dann später auch wieder rein. Ne, dann haben zum Beispiel die Menschen, die finde ich ja doch sehr, sehr heftig, muss ich sagen. Die können immer ihren Doppelten reinsetzen. Also hier den, wo haben wir denn hier den? Das Stammesoberhaupt. Das geht immer rein. Während alle anderen erstmal alle Worker platzieren müssen. Und ihr habt gesehen, wie schnell das geht. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wow, gelb, ich bin kurz davor, Stammesoberhaupt zu setzen. Hopp, kommt der hier hin, fliegt wieder raus. War es das im nächsten Zug mit dem Stammesoberhaupt. Ne? Also das ist schon sehr mächtig, muss ich sagen. Von daher bin ich nicht hundertprozentig sicher, ob die so super gebalanced sind, diese Fähigkeiten, die man da so hat. Aber trotz allem bringt das eine Menge Abwechslung rein. Das Spiel ist von der Dauer her, wir brauchen so je nach Spielerzahl so eine gute Stunde, sage ich mal. Das erste Spiel haben wir sehr lange gespielt, Ellie und ich. Weiß ich noch, das ging ganz schön in die Zeit. Und da haben wir auch gesagt, puh, ist uns eigentlich zu lang für das, was es liefert. So, ne? Wir spielen ja gerne lang, aber es muss halt auch liefern. Und das zweite Spiel ging wesentlich schneller, war wesentlich tückischer, heimtückischer, zwar auch gegrübelt, ne? Man muss schon teilweise hier und da überlegen, das ist überhaupt kein Ding, aber wir haben uns da ganz schön gegenseitig in die Pappen gehauen und es hat auch ganz schön an Spielfluss irgendwie dann gemacht. Das geht also dann doch relativ schnell und die nächsten Spiele, die wir gemacht haben, zu zwei, zu dritt, in allen Besetzungen zu vier, zwei bis vier Spieler ist es übrigens, und haben dann locker, sage ich mal, immer so in einer Stunde waren wir dann so drin, zu viert, ein bisschen drüber vielleicht. Ist aber völlig okay. Was ich finde, ist, dass dieses Spiel auch wirklich in allen Besetzungen gut funktioniert. Also sowohl zu zweit als auch zu dritt, zu viert. Zu viert ist es manchmal mit der Übersicht ein bisschen schwer. Und zu viert ist es manchmal auch einfach mörderisch. Muss man ganz einfach sagen. Wenn es ist wirklich ein Schlachtfest auf dem Brett. Aber, wie gesagt, man muss Interaktion mögen. Und wenn die Interaktion gemocht wird, das ist ja, man muss ja schon nach interaktionsreichen Spielen, finde ich, die so ein bisschen so dieses Ressourcenmanagement, man kann es ja vielleicht sogar als kleinen Worker-Placement-Mechanismus bezeichnen, die es haben. Und Spiele, die dann interaktionsreich sind, da muss man schon ein bisschen nachsuchen. Und dann hat man hier sowas. Ne? Und das ist wirklich ein Spiel, das nicht banal ist, obwohl es kurz ist. So, sage ich ganz einfach. Ich bin ja wirklich oft nicht so ein Fan von wirklich kurzen Spielen. Kurz ist bei mir immer so um die Stunde. Und hier ist es tatsächlich anders. Ich mag es, ich werde es wieder spielen, freue mich aufs nächste Mal und gebe diesem Spiel wirklich 8 Punkte. Hat's verdient. Jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt. Ich weiß, Pandoria ist, war so ein kleiner Geheimtipp hier und da. Man hat es öfter mal gelesen, gehört und ich weiß auch, einige haben es. Haut raus. Ich weiß aber auch, dass die Meinungen wie immer auseinandergehen. Ist halt so, liegt in der Natur der Dinge. Aber trotz allem bin ich gespannt, was ihr sagt. Und wie gesagt, ganz wichtig auch nochmal die eingangs gestellte Frage nach diesem Format. Ich hoffe, es hat euch gefallen als Rezension. Und denn so, in dieser Art, möchten wir es hier einfach jetzt in Zukunft machen. Und wenn es euch jetzt gefallen hat, lasst einen Daumen da, nehmen wir sehr gerne. Wir nehmen auch Abos, alles das, was ihr so uns dazu geben habt in der Richtung. In diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und tschüss.